Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir sind wieder Kingdom Come Deliverance. Nächste Folge. So, beim letzten Mal haben wir ja so einen Bauern ins Gesicht gehauen, weil er uns blöd von der Seite angemacht hat. Ich meine, jetzt kann ich mir, ne? Ich kann mir das als Ritter nicht mehr gefallen lassen, sowas. Dass der mich als Bettler beschimpft. Und als Pack. Ich meine, ja, ich war auf seinem Hof, aber und? Das ist doch mein gutes Recht. Ich meine, es hieß hier, er wäre ein Plünderer. Da muss ich schon mal gucken. Er hätte ja auch einfach freundlich mit mir reden können. Aber nein. So. Da wir richtig im Brass sind jetzt. Ich bin wütend. Werden wir uns jetzt auch noch die Plünderer holen. Insofern wir sie denn diesmal finden. Geht's denn eigentlich hier hin? Dann gucken wir beim nächsten Mal. Ein Springpferd. So. Pilz am Auge nur gesammelt. Wollen wir doch mal sehen, wo die Plünderer sind. Das gibt's nicht, dass das so weit ist. Der Typ ist hier lang gerannt, ne? Das wissen wir ja noch. Und seine Frau auch. Ich frage mich, wo die hin wollen. Also nach Rattay sind die nicht gerannt. Ich meine, ich wäre ja nach Rattay gerannt. Okay, hier ist jetzt der Suchbereich, oder wie sehe ich das? Achso, ist die Hauptmission. Okay, also in diesem Bereich müssen sie irgendwo sein. Das heißt, sie können wieder aus jedem Eck kommen. Was sehen meine entzündeten Augen da? Ich bleibe auf dem Pferd, Leute. Das könnt ihr vergessen, dass ich absteige. Bis ich nicht. Ich glaube, da sind sie. Ja, ich sehe da jemanden laufen. Und da hängt wieder irgendeine Figur hängt da fest. Das heißt, ich locke hier auf die freie Fläche und dann reite ich wieder im Was Kreis. ist hier los? Ist das einer von denen? Was ist das? So einer von den Plünderern? Der stand doch gerade da. Wieder despawned oder was? Rückwärts ist das Pferd dann doch ein bisschen langsam. Der ist wieder weg. Blöd ist, ich kann nicht in die Richtung schießen. Muss das Pferd also komplett drehen. Wenn das jetzt keine Plünderer sind, ne? Ich baller jetzt einfach hier auf irgendjemanden. Jetzt ist da gar keiner mehr. Schuhe oder was? Und er ist bewaffnet. Das ist mir das egal. Treffer! Dem bleibe ich gerade sitzen. Scheiße. Was ist der rennt weg? Alarm! Meine Gebete wurden erhört. Naja. Hier rüber! Was? Wo will der denn hin? Da haut noch einer. Seid vorsichtig! Jau! Das nennst du kämpfen? Ja, ich würde ja gerne absteigen und die auf die Fresse hauen, aber. Bis meine Figur das wieder mit Animationen und alles gecheckt hat. Komm, kann dir mal die Ausdauer jetzt ausgehen? Ich weiß, ich kann den fertig machen. Ich meine, der hat ja keine Rüstung und nichts, ne? Den klopp ich einmal und dann war gut. Aber ich muss vorher auf dem Pferd. Und der hält aber gut durch. Sportlich, sportlich, Junge. Ich schlachte dich ab. Na? Nimm das. Ich will so einen geilen Block machen, aber jetzt blute ich natürlich toll.
Alter, der Typ ist gut. Doch lieber den Bogen benutzen soll. Jawohl. Jetzt muss ich aber erstmal ganz schnell verbannen. Hä? Wieso kann ich den nicht benutzen? Das war schon der Anführer. Warum verbannt jetzt? Ah. Blut ich immer noch? Eigentlich nicht, oder? Weil er seine Waffe fallen lässt. Wollte den Bogen gar nicht auspacken. Ach da. Weil, lass dich liegen, ne? Also, ich würde vergessen. In Unterhosen, Alter. So, hier muss noch einer rumliegen. Ah, den habe ich da vorne, genau. Ja, ja, noch werden wir hier nichts berichten. Also ich weiß, dass ich definitiv noch an einem vorbeigeritten bin. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Also das mit dem Kämpfen haben wir noch nie so raus. Ich meine, es mit dem Blocken geht langsam. Ein paar nette Sachen dabei. Alles einpacken. Kahler Hornstrauchbogen 39, ja, der kann ja, ach Gott, das Ding kann ja bei weitem nicht bei meinem Bogen mithalten. Okay, Waffen haben wir raus. So, ich packe jetzt mal alles ins Pferd. Aber die Axt hat wehgetan, ey, Junge, Junge. Die der mir da ins Gesicht gebrettert hat. War unschön. So, ich heile mich noch nicht. Ich weiß, ich bin verletzt. Das ist ja ziemlich deutlich. Aber ich werde mich noch nicht heilen. Weil dann bin ich besoffen. Da ist bestimmt wieder Alkohol drin in dem Teil. Da ist der andere Kerl. Ich wusste doch, dass hier noch einer ist. Notfalls direkt darüber reiten kann. Was ist hier los? Ja, das wirst du jetzt sehen, was da los ist. Was ist da. Das? Das ist da los. Da. Babam. Oh, da ist ja noch einer. Was haben wir denn da? Unterhaltung vorzüglich. Okay, den locken wir jetzt mal hier rüber aufs freie Feld. Ich muss nämlich erst die Pfeile wechseln. Er macht tatsächlich Pause, wie es aussieht. Er wieder am Gebüsch hängen, Alter, wo das Pferd wahrscheinlich einfach mit einem Schritt drüber läuft. Im Normalfall. Ich schlachte dich ab! Ja, mal gucken, wer hier wen schlachtet. Diesmal bin ich nicht so blöd abzusteigen. Oh, ich könnte eigentlich. Nee, ich bin verletzt. Das Risiko ist mir zu groß. Ich habe mich gespeichert. Komm schon, Kleiner. Oh, der ging in die Familienplanung. Das tat schon beim Zugucken weh. Oder? Oh, nee. Doch. Weiß ich nicht. Fast, ich würde fast sagen, ging in die Blase. Hm? Dann läuft er jetzt aus. Der Typ zum Springbohnen geworden. Ach, guck mal, noch ein Ohr.
hat seine Waffe fallen lassen, oder? So, packen wir mal alles ein hier. So, am Lager liegt noch einer. Die haben bestimmt auch noch coole Kisten, wo was drin ist. Der Chef muss ja seine Klamotten auch noch irgendwo rumfahren haben. Wird schon wieder dunkel. Glück hätte ich das vor Einbruch der Nacht geschafft. Oh. Wo ist denn der Kerl, den ich hier umgelegt habe? Ja. Was dürften jetzt eigentlich auch alle gewesen sein? Was ist das? Oh, nein, waren es nicht. Alter, wie viele sind denn das? Kann ich jetzt erstmal einsammeln, Penner? Danke. Beladen ist mir ja erstmal egal. Ich kann ja reiten. Mal gucken, ob ich seine Waffe hier irgendwie werde ich in dem hohen Gras nicht mehr wiederfinden, wenn er die fallen lassen hat. Wie von denen sind denn das? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Soll das etwa alles sein? Hä? Was macht er denn? Ob ich treffe? Was ist los? Komm schon! Ne, war ja klar. An der Nasenspitze vorbeigeschossen. Jetzt habe ich aber getroffen. Der durchschießen kann? Ja. Ha! Keine Ahnung, warum der jetzt einfach da stehen geblieben ist. Ziemlich idiotisch, aber... ist ja sein Problem, nicht meins. Halleluja! So, jetzt erstmal nicht ein Redder-Schnaps, sondern irgendeinen anderen Schnaps. Nahrung. Hungerhämmer auch noch. Habe ich hier nicht. Ah, hier, Ringelblumenaufguss. So. Mehr dein ganzes Zeug. Habe ich jetzt gerade noch einen gehört? Wer ist da? Untaten, ich habe gerade Plünderer erledigt. Ist er jetzt weggelaufen? Halt aber gut, das Ringelblumending, ne? Und sagen. So, packen wir mal wieder ein paar Sachen ins Pferd. 10.000 Fackeln. Schränkenpfeil kann man eigentlich auch ins Pferd packen. Sachs kann ins Pferd, das Schild kann ins Pferd. Spitzpfeile müssen wir erst wieder ein paar zusammensammeln. Für einen mache ich da jetzt nicht rum. Arbeitsstiefel, Beinlinge. Ah, oh Gott, das ist wieder, ne? Das ist, ich höre es schon wieder klingeln in der Tasche. Wieder bare Münzen. Oh, ein Ring. Wieder was für Frau. Immer noch so höllisch schwer. Hiervon kann man eigentlich auch wieder irgendwas verkaufen. Was ist denn hier so schwer noch?
Schirmlinge. Ach, das ist, Schirmlinge sind Nahrung. Okay, dann müssen die verkauft werden. Weil dann gehen die kaputt, die Dinger. Das ist natürlich blöde. Hasenfleisch. Wo ist eigentlich mein Hund? Fällt mir da auf. Jetzt, wo ich das Fleisch sehe, wo ist denn der Köter? Er futtert natürlich gleich beide. So, der normale Wein wird verkauft. So, hier können wir ja auch noch was essen. Hier können wir nicht. Aus dem Topf essen. So, ich hätte die Tasse nicht festhalten sollen. In den Topf geben, Feuer entfachen. Feuer ist doch schon an. Hasenfleisch. Klar, dass man mit den Pferden nichts anfangen kann. Wäre ja cool, wenn man die... da hat er die Waffe fallen lassen. Wenn man die Pferde mitnehmen und verkaufen könnte. Nur, weil steht's halt hier rum für nix. Kann man Schirmlinge eigentlich kochen? Sehr schwer. Das, ja, toll. Kann ich noch nicht, ne? Nee. Kann ich noch nicht, verdammt. Das heißt, ich muss nochmal hier hin. Müssen die Kisten immer sehr schwer sein. Oh, hier ist eine Mine. Wer brüllt denn da immer rum? So langsam aber sicher kriege ich hier... Wer bist du denn? Ach, das ist die Alt. Der Idiot. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Alter, bist du eigentlich bescheuert? Jebat! Da hat der sie noch alle? Ich will ihn nicht umbringen, deswegen werde ich das Schwert jetzt mal wegstecken. Ich meine, meine Eisenhandschuhe sollten eigentlich reichen, um sein Gesicht zu demolieren. Komm, gib ihm ein Pferd. Das nennst du kämpfen? Ich habe mein Pferd getroffen. Scheißkerl! Ich kick dich! Was? Hey! Das, ein linker Hund ist das! Genug! Ich ergebe mich! Ja, okay. Nein, ich wollte ihn doch gar nicht töten. Ich hoffe, ich habe ihn nur K.O. geschlagen. So, die nehme ich mal mit. Den Rest darfst du behalten. Jetzt sind wir quitt. Die damit auch? Nee. Scheiße, ich habe mein Pferd geschlagen. Hey, Hottehü. Achso, jetzt brauchen wir das Pfeifen. Entschuldigung, Pferd. Ich wollte ihn nicht treffen. Ist das ja, ne? So Eisenhandschuhe Heilige sind ganz Maria. Hast du jetzt genug? So. Was ist denn? Gerade vorbei. Was? Ja, komm, geh. Gut, das Schwert weggepackt habe. Ich meine, irgendeinen so einfachen Bürger wollte ich jetzt nicht killen. So, jetzt können wir so ein Ding auch mal benutzen hier. Und nachher nur dran denken, dass das Schild wieder. Komm ich hier wieder raus. Ich muss meine Nase aber auch überall reinstecken, ne? Hm, hat sich aber gelohnt. Dominionscamp. Okay, das war's. Schade. Schade! Aber das war's schon.
Eigentlich kann ich hier übernachten, oder? Ich meine, hier habe ich ein Feuer, hier habe ich was zu essen. Nicht besonders viel Komfort, aber was soll's. Dann werden wir nämlich die Nacht hier verbringen. So. Dann ist vielleicht unser Kopf auch wieder ganz. So. Machen wir uns früh auf den Weg. Energie 100. Oh Gott, das Energie lässt sich extrem schnell aufbauen im Momentan. Komfort 30%. Ja. Für Fußboden ist das eigentlich ganz gut, ne? Ja, Leute, so. Dann schmeiße ich mich jetzt zum Schlafen. Ich hänge an meinem Kabel fest. Dann werde ich mich jetzt schlafen legen. Und wenn ich aufwache, sind wir in der nächsten Folge und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da oder vielleicht auch ein Abo. Und wir sehen uns morgen. Danke, tschüss.